In der 12er Ausgabe haben wir euch bereits den ersten Koloss aus Sonys epischen Abenteuer Shadow of the Colossus vorgestellt. In den nächsten 3 Minuten wollen wir euch einen weiteren Kampf gegen einen der insgesamt 16 Riesen zeigen. Schnell noch ein paar Worte zur Story. Unser namenloser Held hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine rätselhafte Dame zu retten. Keine leichte Aufgabe. Um neues Leben in deren reglosen Körper zu hauchen, muss er 16 Kolosse töten. Die erste Herausforderung besteht darin, den Riesen aufzuspüren. Und das kann ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Shadow of the Colossus ist nicht in einzelne Levels unterteilt, sondern ihr bewegt euch bzw. ihr galoppiert durch eine riesige Spielwelt. Mithilfe eures Schwertes könnt ihr den ungefähren Aufenthaltsort des Kolosses ausfindig machen. Die Klinge reflektiert das Sonnenlicht, bündelt es sich schließlich zu einem Strahl, vibriert das Joypad und ihr wisst, wo das Monster zu finden ist. Habt ihr das Biest gefunden, steht ihr vor eurer eigentlichen Aufgabe, das Monster zu töten. Die Giganten sind nur an ganz bestimmten Punkten verwundbar. Um diese ausfindig zu machen, müsst ihr wieder euer magisches Schwert zücken. Mit dem Sonnenstrahl scannt ihr den Körper des Ungetüms und macht die Schwachpunkte sichtbar. Kommen wir nun zum schwersten Teil. Die Schwachstelle muss erreicht werden. Da die Biester natürlich alle unterschiedlich aussehen, laufen auch die Kämpfe immer wieder anders ab. Der Kollege hier hat seine Schwachstellen am Schädel und unterm Bauchnabel. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir die Punkte erreichen. Vielleicht über das Schwert? Wir klettern über das Fell in Richtung Schädel. Beim Klettern müsst ihr darauf achten, dass euch nicht die Puste ausgeht. Der schrumpfende Kreis unten rechts in der Ecke zeigt an, wie viel Kraft ihr noch in den Arm habt. Oben angekommen, krallt ihr euch ins Fell und zückt das Schwert, um es dem Koloss in seine Schwachstelle zu rammen. Kein leichtes Unterfangen, wie hier schön zu sehen ist. Der Riese versucht natürlich, sich den Flor aus dem Pelz zu schütteln. Kommt ihr zum Stich, wird dem Monster Energie entzogen und es wird schwächer und schwächer, bis es am Ende tot zusammenbricht. Mehr über Shadow of the Colossus lest ihr in der aktuellen Ausgabe.